Was geht, meine Freunde, und willkommen zurück. In diesem Video wird es darum gehen, hat sich die B-Lizenz eigentlich gelohnt? Ich habe die jetzt seit einem Monat. In diesem Video werde ich erklären, ob sich die in der Praxis überhaupt gelohnt hat und ob man das hätte mal vielleicht eventuell lieber sein lassen sollen. Alles nach dem Intro. So, da ihr ja wisst, habe ich vor am 16. ungefähr oder halt letzten Monat ein Video darüber gemacht, dass ich meine B-Lizenz bestanden habe. Jetzt komme ich nach eineinhalb Monaten wieder und werde euch erklären, ob sich die B-Lizenz überhaupt in der Praxis lohnt. Weil reden können viele, aber hat sie mir überhaupt weitergeholfen als Fitnesstrainer oder im Bereich meines Wissens, um dementsprechend meine Klienten zu helfen, meinen Kunden? Ich beantworte das jetzt mal mit einem klaren Ja. Ne? Ganz kurz und knackig mit einem Ja. Warum das so ist, werde ich euch jetzt erklären. So, meine B-Lizenz, falls ihr das noch nicht gesehen habt, ne, das ist dieses Zertifikat. Ich habe da dementsprechend jetzt mein kleines Rand da drum gepackt, ja, und habe das quasi hinter meinen Kopf aufgehangen auf der Wand, damit das einfach jetzt mal so klar ist. Im Großen und Ganzen muss ich echt sagen, dass sich die B-Lizenz gel wirklich gelohnt hat, aus verschiedenen Aspekten. Ich sag mal so, ich vergleiche mich immer mit das, was ich davor war, bevor ich diese Lizenz gemacht habe. Bevor ich die Lizenz gemacht habe, wusste ich nicht so vieles. Das heißt, hätte mir jemand irgendetwas gefragt, dann würde ich irgendwie antworten. Ich hatte nicht die Grundlagen drauf und auch nicht die Basics. Nachdem ich meine Lizenz gemacht habe, hat sich das alles geändert. Ich hatte die Grundlagen und die Basics über den Körper, wie der aufgebaut ist, die Muskulatur drauf und konnte dementsprechend immer nach einer Antwort Man hatte quasi immer eine Antwort präparat. Ich spreche aus Erfahrung. Ob es jetzt die Trainingspläne sind, wie oft oder was man trainieren soll, oder welchen Muskel man beansprucht, oder wie quasi die Knochen oder das Gewebe innerhalb des Körpers aufgebaut ist. Ich hatte immer eine Antwort präparat, weil ich die Lizenz gelernt habe. Das ist ganz wichtig. Deswegen ist die Lizenz in vielen, sage ich mal, Fitnessstudios oder auch um sich selbst zu qualifizieren, meistens das A und O, weil das Know-how da ist. Und ich, wie gesagt, bevor ich die Lizenz gemacht hatte, war ich auch immer so, ja, ich weiß alles. Aber nein, ich wusste nicht alles. Ich dachte, ich wusste alles, aber ich wusste nicht alles. Und ich weiß immer noch nicht alles. Man kann nie auslernen. Ja? Das heißt, die Grundlagen, wie jemand trainiert, habe ich gelernt und kann dementsprechend jetzt die Leute sehr gut einweisen. Ne? Falls ihr persönlich Hilfe braucht, schreibt mir eine Nachricht auf Instagram unter Crazy Angelus und ich werde euch unterstützen, das bestmöglich aus eurem Körper rauszuholen. Ne? Eine Sache muss euch klar sein. Durch die B-Lizenz habe ich gelernt, dass alles nicht so linear ist, so wie man sich das vorstellt. Unser Körper ist so komplex aufgebaut und so, ja, ein bisschen wie ein Labyrinth so ein bisschen. Alles hängt ein bisschen miteinander zusammen, aber irgendwie auch nicht. Ja, das heißt, wir müssen alles dementsprechend, ja, beachten. Ja, gerade wenn Menschen vielleicht irgendeine Vorerkrankung haben oder vielleicht irgendeine Einschränkung haben, müssen wir quasi mit diesen Menschen halt anders vorgehen als jemand, der wirklich kerngesund ist. Ich will damit sagen, dass man wirklich als, ich sag mal, als Trainer, Fitnesstrainer oder allgemein, wenn man halt Informationen zu rüberbringen möchte, schon aufpassen muss, was man sagen kann, denn man kann sehr viel Falsches sagen. Und mit der B-Lizenz, ne, das ist auch keine Werbung jetzt, ich gehe auf die B-Lizenz allgemein ein, nicht auf die Akademie, die ich gemacht habe, habe ich sehr viel Wissen ermittelt bekommen, das ich so nie benutzt hätte, um meinen Kunden zu helfen. Ne? Das ist ganz wichtig. Das ist auch
für jeden Menschen, der wissen will, was er tut oder wissen will, wie alles im Körper abläuft, schon das A und O. Ja, ob du jetzt jemand anderen hilfst oder dir selber, ist eigentlich egal. Das ist egal. Ja, du willst wissen, was im Körper abläuft, und da habe ich es gemacht und bereue es bis jetzt nicht und kann dementsprechend alle Abläufe im Körper nachvollziehen und weiß auch genau dementsprechend, warum das so ist, weil es so ist. Ja, weil ich es gelernt habe, wie der Ablauf dementsprechend ist. Ja, das ist halt ein kleines Video heute, das darum geht's quasi. In der Praxis konnte ich mein ganzes Wissen von der B-Lizenz wirklich sehr gut in die Realität umwandeln und konnte die Menschen dementsprechend auch helfen. Ja, ganz, ganz wichtig zu verstehen. Das heißt, mir hat es geholfen. Ja, es kann ja sein, dass Menschen gibt es und sagen, Gott, die B-Lizenz ist langweilig. Ne? Das ist, kann sein. Ne? Ich kenne zwar keinen, aber es kann tatsächlich sein. Ne? Aber mein Fazit ist, dass die B-Lizenz tatsächlich, ja, mir sehr weit geholfen hat und auch hier, also in meinem Kopf halt, ne, sehr viel Wissen ermittelt bekommen habe, dass ich die meinen Kunden wirklich helfen konnte, ja, helfen konnte, was ich davor auch konnte, aber wahrscheinlich nicht richtig gemacht hätte. Man muss die Hintergründe nämlich wissen, wie etwas abläuft. Ne? Darum geht's quasi. Das ist nochmal, sage ich mal, ein, ja, meine B-Lizenz 2.0 Fazit. Wie ist es in der Praxis gewesen? Ja, also wirklich gut. Ne? Dieses Video wird auch ein etwas kleineres Video sein und das war es eigentlich auch mit dem Video. Ne? Falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir die gerne unten im Video stellen. Ich werde sie so schnell wie möglich beantworten. Ne? Und falls gerade momentan nicht so viele Videos kommen, ne, seid nicht traurig werden. Ja, manchmal ist das so, man hat ein bisschen zu tun, mal ein bisschen da zu tun, ja. Ja, in Zukunft werden geile Videos kommen. Wie ihr seht, habe ich zum Beispiel auch jetzt im Fitnessstudio, auch, wo ich halt auch arbeite, auch ein paar neue Videos gedreht. Allerdings finde ich es teilweise in CleverFit minimal besser, weil die Belichtung da ein bisschen besser ist. Ne? Das heißt, ich wechsle quasi immer so ein bisschen durch. Ne? Falls ihr mich nicht abonniert habt, könnt ihr es gerne tun. Ja, kostenfrei bei Crazy Angelus. Würde mich sehr gerne freuen. Lasst einen Daumen da, kommentiert, wenn möglich. Bleibt aber immer respektvoll. Ja, ansonsten ignoriere ich euch einfach nur. Und ich muss sagen, für einen stabilen Bizeps, hau rein, wir sehen uns.